Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wie ihr seht, haben wir wieder eine neue Quest. Spielt 20 Diener aus, die 5 oder mehr Mana kosten. Das verbindet sich ziemlich gut mit der Karte, ne? Da müssen wir bloß 10 Karten spielen, die 8 oder mehr kosten. Was haben wir hier? Hier haben wir gewinnt 2 Spiele als Schamane oder Hexenmeister. Okay, dann würde ich sagen. Es wird sich eh mal gewünscht, dass ich einen Hexenmeister spielen soll. Würde ich sagen. Spiele ich. Einfach mal Hexenmeister. Ne? Also muss überlegen müssen, welchen. Aber ich glaube, der ist jetzt besser, weil den anderen habe ich irgendwie bloß auf Dämonen gebaut und habe da. Da ist das Mana, der Mana-Haushalt nicht wirklich bedacht gewesen, sondern da habe ich mal eine Quest gehabt, ich muss so und so viele Dämonen ausspielen und das Deck ist eher Müll. Von dem her würde ich jetzt sagen, wir spielen jetzt einfach mal meinen normalen Hex. Normal heißt ich. Ja, wir werden sehen. Für den Dämonen wäre schon tödlich. Ich tue einmal die weg. Okay, die quält mir. Schau mal, das ist eine Einserkarte, das finde ich gut. Dass der Prinz Malchuser hat, ist jetzt natürlich wieder ätzend. Ist mir jetzt aber relativ. Ja, der mischt halt einfach 5 legendäre Karten zufällige ins Deck. Ah ja, guck mal an, der spielt gleich Großmütterchen aus. So, jetzt pass auf. Einmal diese, einmal das. Und ja. Mal so lassen, würde ich sagen. Das können wir mal so lassen. Das macht er jetzt. Ei! Gleich so. Natürlich. Mist. Mist. So, was haben wir jetzt hier? Fügt einem Charakter 2 Schaden zu. Kampfschreiber, werft eine zufällige Karte ab. Todesrechen zieht eine Karte. Was haben wir hier? Werft eine zufällige Karte ab. Hexenmeister. Never mind. Ohne Witz. So, und ich würde sagen, in der nächsten Runde spielen wir dann einfach die Münze aus, vernichten den. Weil wir dann den zufälligen Dämonen auf unsere Spielfeldseite beschwören. Weißt du, er bekommt Misha und ich kriege immer Leok. Ich meine, ja, Leok ist jetzt nichts Schlechtes, aber es ist halt einfach wieder typisch. Jetzt pass auf, jetzt. So viele Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten. Jetzt pass auf. Nee, ich spiele jetzt trotzdem die Münze. Jetzt spielen wir die Münze. Und spielen das. Bitte bekommen den guten. Was das denn? Er hält jedes Mal plus 1, 1, wenn ihr eine Karte abwirft. Und ich habe jetzt eigentlich keine Karten auf der Hand, die ich unbedingt behalten will. Gut, die Karte wäre jetzt natürlich. Die Karte will ich jetzt nicht unbedingt abwerfen, aber der bekommt jedes Mal 1-1. Muss man im Hinterkopf behalten. Fügt allen Charakteren 3 Schaden zu.
Zerstört die Waffe oder Skin, das zieht die Hyper keine entsprechend viele Karten. Ich habe keine Waffe. Zieht zwei Dämonen aus eurem Deck. Sammel der Flammenwichtel. Verdammtes Woche. Und ich würde sagen, dann werfen wir jetzt einfach mal eine Karte ab. Oder? Werfen wir eine Karte ab. Ja. Und was kommt weg? Ja, gut, der Flammenwichtel, den kann ich verschmerzen. Genau. Jetzt lassen wir es mal drauf ankommen. Ich würde nämlich gern diesen, den Harris Jones wegbekommen. Aber ja, das war klar. Das war klar. Wow. Wundert mich jetzt ganz ehrlich auch nicht großartig, da oh, lol. Dass er den vernichtet. So, aber jetzt pass auf. Ansturm, Kampfschrei. Werft zwei zufällige Karten ab. Gut, die zwei kann ich aber auch verschmerzen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt bekomme ich den weg. Und ich bekomme den weg. Mhm. Gut, ich meine, der Blutwichtel ist wichtig, dass wir den behalten, weil der gibt in jeder Runde gibt einem zufälligen Diener von mir plus ein Leben dazu. Gut, er hat immer noch 11 Leben mehr als ich, aber... Komm, wir gehen da mal angeln. Wahrscheinlich fahren wir eh bloß wieder eine Bombe. Sag ich doch, wirf die Bombe weg. Wirf die Bombe weg! Ei! Was ist denn jetzt los? Vernichtet einen Diener, stellt bei einem Höllen drei Leben wieder her. Ja, wenn es mir zu blöd wird, habe ich immer noch die Karte, ne? So. Und wisst ihr was? Tentakel Power! War mir auch fast klar. Wenn ich mich auch recht entsinne, hat der Jäger keine Karte, die allen Monstern von... Ja, gut. Ja. Jetzt wird's dann schon langsam... So, jetzt pass auf. Wir vernichten das. Einmal. Zweimal. Dreimal. Vielleicht eine befreundeten Diener. 1-4-4. Genau. Zack. Immer kräftig drauf. So. Der wird vernichtet. Nein, oh Mann, warum kann der nicht erst vernichtet werden und dann kommt der Effekt von dem. Okay. Geheimnis. Weißt du was? Okay, schade. Versucht 9 Schaden, der zufällig auf alle Charaktere verteilt wird. Die Karte ist so dämlich, ne? Jetzt pass auf. Dann machen wir das jetzt einfach so. Und es hilft nichts.
Ach, Freunde. Hexenmeister, der alte Masochist, ne? Wir haben in der nächsten Runde so oder so verloren. Wir beginnen Selbstmord. Ach ja. Niederlage. Trotzdem Level 13. Yay. Toll. Guck mal, ob es mit dem Schamanen besser läuft. Glaube ich aber fast nicht. Glaube ich fast nicht. Man wird sehen. Ne? Okay. Okay. Verwandelt einen Befreundeten in einen Zwillingen. Sind jetzt für den Anfang. Ich den dann einschauen zu. Nee, Totem. Ach guck, gleich ein Spott-Totem, sehr schön. Gleich ein Spott-Totem. Steinklauen-Totem. Ist doch auch wieder ein Murloc. Guck mal da, hier, dieses hässliche Gesicht an. Und auch rechts daneben und so, also das ist doch... Es ist doch auch wieder ein Murloc. Nochmal das. Plumps. Bam, bam, bam. Bin auch bei der Dino noch ein plus 2 Angriff. Voll cool. Zack. Zack. Bye bye. Bei Angriff. Flammenzungen-Totem. Ja, wow. Tschüss, Flammenzungen-Totem. War schön mit dir. Blitzschlag, Überladung 3, 1. Was? Bam! Bam! Eieiei. Jetzt kommen wir hier. Ach, da kriegt man wieder was Neues zu essen dann. Was Neues? Nee, weil kein Kuchen. Ist ich halt einen Kuchen. Was? Wurgen Halbstachel, genau. 6-3 und dann kommt. Lol. Seriously? Okay. Na, ja, von mir aus. Wiedersehen. Bitte schauen. Gut. Von mir aus. Sie werden nicht wissen, wie. Der hat ziemlich viele, ich will jetzt nicht sagen Standardkarten, aber jetzt pass auf.
spendieren, weil wenn es mehr kostet. Ich kann nichts machen jetzt großartig anderes. Meister die Evolution. Ei. Okay. Lecker. Lecker. Nee, warte mal noch. Mit dem mache ich jetzt nix. Oh, der ist krass. Gut, der hat halt... Im Prinzip kostet der 8 Mana. Ja, gut, aber... Ja, mal gucken. Es ist ein Hexenmeister, der hat gerade. Hä? Okay. Und jetzt? Hätte ich jetzt auch gemacht. Also, ob ich es jetzt so gemacht hätte. So, was macht er jetzt? Was spielt er jetzt noch? Nein. Müssen wir so um. Windzorn, einmal. Zweimal. Dann so und dann so. Zauberschaden plus 1. Was haben wir jetzt? Guck mal, verleiht euren Dienern plus 3 Angriff in diesem Zug. Ei. Den finde ich jetzt natürlich nicht sehr sexy. Stellt das volle Leben eines Dieners wieder her und verleiht ihm Spott. Fügt einen zu viel. Ja, gut, was will ich davon jetzt großartig erwarten? Muss jetzt auf der anderen Seite auch wieder sagen. Ei! Der macht mich ja in der nächsten Runde platt, ne? Ja, der hat auch. Oh. Ei. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf aufpasst. Nein! Nein! Jetzt habe ich trotzdem verloren. GG. Ah, Mann!